Hallo und herzlich willkommen zu Exosoctis Sims 4 und ich hoffe auf irgendeine Art und Weise familienadäquat und wir sind hier direkt mittendrin im Elfenhügel bei den beiden schönen Elfen, bei Alantania und bei Tiamat. Die sind hier gerade ein bisschen dabei, ein paar freundliche Gesten auszutauschen. Und ich fand gerade die Kameraeinstellung so toll, das sieht so genial aus. Die ganze Hütte ist hier der Hammer. Also ich bin immer noch hin und weg, was manche Leute bauen und hinkriegen, auch wenn hier so ein paar kleine Glitches sind. Aber meine Güte, das ist halt durchgewachsen. Das ist halt natürlich gebaut. Das ist halt elfische Baukunst. Das kennt man halt so. Oder auch, ja, da ist so ein Querbalken drin. Ja, das sind halt solche Dinge, da kann man drüber hinwegsehen, weil der Rest ist einfach hammergeil. Gut. Du darfst dich gerne mal bitte den guten Tim widmen jetzt. Hallöchen. Tim sei hier, Tiamat widmen. Das ist so krass. Ich komme immer noch nicht ganz klar mit den Namen. So, ewige Liebe erklären. Wer eine Idee, Süßhold Raspeln. Wer auch eine schlüpfrige Frage stellen. Das ist auch immer eine sehr schöne Geschichte. Nein, geh mir bitte mal nicht auf den Nerv. Danke sehr. Ich habe jetzt andere Sachen vor. Und zwar haben die beiden Sachen was hier was vor. Also die beiden haben was sachig vor. Wie sieht's denn überhaupt mit den Status aus? Hunger haben sie, Blase haben sie. Das ist ja schon der Hammer hier. Oh, ein Schachspiel haben sie auch hier drin. Ne? Was können wir denn hier? Um Verabredung bitten. Können wir auch mal machen. Schauen wir mal. Die müssen die ja auch noch machen, die Verabredung. Und zwar beide sogar. Hier sind 0, hier sind 0. Die haben ja mal gebuggt, die Verabredung. Ich muss mal gucken, ob das jetzt klappt. Das ist jetzt direkt nochmal so mal Test dafür. Wo können wir denn für eine Verabredung hingehen? Wie sieht's denn hier aus in der alten Ruine? Da kann man direkterweise mal machen. Ja, und wie ihr seht, ich gehe jetzt auch ein bisschen reisefreudiger um. Jetzt ist das nämlich ja nicht mehr so wild. Die Ladezeiten sind geringer geworden. Ist da jetzt ein bisschen flotter, ein bisschen schicker. Ja, herrlich. Das sind tolle Sachen. Also darüber freue ich mich immer sehr gerne. Ich habe gerade vor Freude gegen das Mikro gehauen. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Wenn ja, dann Entschuldigung. Jo. Dann wollen wir mal gucken, ob die beiden so ein bisschen was Schönes hinkriegen, ne? Zu wünschen wäre es. So, was müssen wir denn machen? Hauptziel, mit Verabredung verknöpfen drücken, mit Verabredung flirten, sitzen und mit Verabredung sprechen. Okay, das kriegen wir da alles hin. Das heißt, wir werden Teschtel, Meschtel im Bus. Nee, das machen wir nicht. Wir machen mal direkt auf Romantik. Wir wollen mal küssen. Dann wollen wir dann knuddeln. Und dann werden wir mal flirten. Wo war denn das hier gewesen? Flirten, flirten, flirten. Gucken wir uns das Ganze mal an. Dann darf er auch mal kurz mal einen aktiven Part machen. Lassen wir sie aber erstmal hier fertig machen. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. So. Gut, das haben wir gemacht. Flirten hat geklappt, dann kommen jetzt die Kontakte. Die Kontakte, das heißt, Aktion sollte joggen gehen. Nee, Quatsch, er sollte doch machen. Ja, so. So, okay. Aber im Dunkeln sieht das Rote richtig genial aus, also richtig nobel aus. Hey, ne? Gut, was haben wir denn hier? Wange streicheln. Dann haben wir ja Zuneigung ausdrücken. Dann hast du nochmal ein bisschen ewige Liebe zu erklären. Und dann darfst du nochmal ein verführerisches Verlüstern machen. Und wen sehen wir denn da joggen? Kennen wir doch. Haben wir schon irgendwo mal gesehen. Kennen wir das? Kennen wir die? Ja, kennen wir die? Das ist Nadja. Nadja Quantum. Ist ja mein Ding. Hä? Wow. Und die ist ja einfach mal am Joggen. Ich kenne das gar nicht so von ihr, dass sie einfach mal so am Joggen ist. Aber okay, kann sie machen. Hä? Oh, ja.
Das kann sein, dass man die jetzt einfach öfters Verabredung leidenschaftlich küssen. Das kriegen wir doch hin. Verführerisch sein. Romantik. Was soll ich machen? Leidenschaftlich küssen. Na, das kriegen wir doch hin, ja. Tja. So, das ist doch mal schick, ne? Otto Förter, die arme Frau. Juhu. So, Hauptziel. Jetzt werden wir mal mit Verabredung sitzen und sprechen. Haben wir denn hier eine Sitzmöglichkeit? Ich wüsste das ja nicht. Wer ist denn das da? Aha, hier können wir sitzen. Zusammen sitzen, danke sehr. Machen wir das mal. Ja, da flitzen die beiden Elfen rüber. Das sind dann der Flitze-Elfen. Na? Okay, gut. Ja, muss hier doch. So, jetzt könnt ihr mal reden. Rumschmusen könnt ihr. Dann kannst du sie mal anmachen. Dann sollst du mit ihr aber noch reden, theoretischerweise. Was haben wir? Gnadenlos kitzeln. Nee. Wir werden einfach mal freundlich auch mal sein. Eine fesselnde Geschichte erzählen. Wir können ja mal freundlich eine dramatische Geschichte erzählen. Boah, das sieht auch schon mal ganz gut aus. So, vier Kontakte. Er wird langsam müde. Er ist ja auch schon spät. 21 Uhr. Wie müde bist du denn eigentlich? Ach, das geht noch, das geht noch, das geht. Das ist alles noch in Ordnung. Das nennt man sozusagen alles noch im Rahmen des Machbaren. So, das haben wir auch durch. Sims gleichzeitig verspielt sein lassen. Keine Ahnung wie. Gucken wir mal. Brillanz, Handtechniken, auf Wiedersehen. Kennenlernen, Gruppengeschichte erzählen. Dramatisch. Naja, wir müssen noch hier noch die Kontakte machen. Das ist echt nicht einfach. Zinsen verdient. Ja, da seht ihr, da kommt die Kohle auch schon rein. Also um die Kohle müssen wir eigentlich keine Sorgen machen. Also Malerei oder so machen wir einfach nur, weil wir sie machen können. Machen wir ihr mal einen Witz erzählen. Witze kommen auch immer gut. Und danach ist sie wieder dran, ne? So, du darfst mal sowas machen. Dann darfst du das hier mal machen. Massage ist auch mal sehr schön. Ja, die beiden haben sich richtig lieb. Das sieht man richtig gut. Rory. So. Jolt. Okay, haben wir. So, hat's denn jetzt mittlerweile gezählt? Es zählt immer noch nicht. Es ist immer noch buggy. Ey, warum? So, dann gehen wir mal mit den beiden nach Hause. Oh, Reiseaktivität ist da, gesellschaftliches Dings aktiv, okay. Wie lange ist das jetzt? Verbleibende Zeit 44 Minuten. Ja. Ihr könntet ja zum Beispiel mal gemeinsam in die Sterne schauen. Mehr Auswahl. Was haben wir denn? Gruppen. Über Leiter beschweren sowieso loben. Wir können ja auch mal Leiter loben. Leiter der Gruppe Quantum Clan beloben. Ja. Okay. Kann man auch machen. Over. Was willst du machen? Flirten? Warte mal, wie geht denn das eigentlich das andere? Ich konnte doch mal in die Sterne gucken und so. Wo haben wir denn das? Ewige Liebe, Kompliment, Knuddeln. Aktionen.
Nee. Mal gucken, irgendwie ging das doch. Ich wüsste das nicht mehr. Gemeinsam Foto, mehr Auswahl nochmal anders. Ich stelle mich gerade hier blöd an, anscheinend. Mehr Auswahl. Freundlich. Romantik. Gruppen. Gruppen ansehen, sowieso reden über Gruppen. Nee, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Was ist Aktionen? Das ist es auch nicht. Echt nicht einfach. Freundlich. Ist es da vielleicht mit drin, ne? Gemeinsam Foto machen. Ja, das kann man auch machen, aber ist eigentlich nicht das, was ich machen wollte. Punkathori. Fertig. Muss ich das so vielleicht mal in Sterne gucken? Können wir mal machen. In Sterne gucken, dann kann sie dann auch mal in Sterne gucken. In Sterne gucken. Gucken wir mal beide in die Sterne. Ja. Guck mal in die Sterne. Sternenhimmel, Sternenhimmel. Oh, ihr fehlt auch irgendwie die Anzeige. Also dieses Rotierende, ihr versteht schon, was ich meine. Hm? Das fehlt irgendwie. Ich weiß nicht, wo das ist. So, wie sieht's denn hier aus mit der Müdigkeit? Oh, das wird langsam, aber... Wenn's nach Hause geht, dann wird geschlafen. Eindeutig. Wobei, Elfen können auch draußen schlafen. Die sind ja naturverbunden. Die können da auch draußen schlafen. Er ist ein bisschen wacher, aber er hat mehr... Nee, Hunger. Also sie hat auch sogar mehr Hunger. Oh, gut. Ja. Wie sieht's denn hier aus? Verführerisch. Mit ihnen zusammen in die Sterne gucken. Ach so. Kriegen wir das noch hin? Ja, dazu müsste ich, glaube ich, das andere ausmachen. Danke. Machen wir mit ihnen hier direkt. Boah, jetzt leuchtet sie richtig so. Ist ja krass. Was ist denn? Das ist die Optik hier, die Leuchtung. Irgendwas hier, das Licht da. Das sah ja richtig krass aus. Ah. Wange streichen, flirten. Sterne gucken. Ja, die Mod jetzt hier macht. In die Sterne gucken. Auch in die Sterne gucken. Oh, weiß nicht. Aber wir haben zumindest Gold. Wir haben Gold. Ja, ja, ja. Also Gold. Also wir brauchen ja eigentlich nur Silber. Das reicht vollkommen aus. Jetzt ist dieses Grüne da. Es ist krass. Es ist noch 1:30. Es ist mir zu spät. Wirklich, also... Aha, Gold. Jetzt hat's gezählt. Es hat gezählt. Legendäre Verabredung. Oh, ist ja Hammer. Ist ja Hammer. So, es geht nach Hause. Es geht nach Hause. Na, ist das geil, wa? Gut, das heißt... Hier geht's hin. Bestätigen. Natürlich mit ihr. Die kommt natürlich auch mit nach Hause. Die lassen wir jetzt nicht da auf der Strecke liegen. Nein, 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 das machen wir nicht. Nee, 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 nee. Das wäre ja mein. Nee, nee, das ist ja die Hölle. Das kann man nicht machen, ne? Kann ich einfach meine kleine Elfe da draußen lassen, ne? Ganz alleine in der großen, weiten Welt. Ne? Weiß man ja nie, was draußen passiert, ne? Das kennt man doch, ne? Mann, 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 Mann. Tja. Die große, weite Welt der Elfen. Aber naja. Bin so ein bisschen gerade verträumt. Gut, da sind wir schon zu Hause. Also wie ihr merkt, die Ladezeiten sind exorbitant geringer. Und ja, wir gehen direkterweise schlafen. Ne? Wir gehen direkterweise schlafen. Wo haben wir denn hier ein Bett gehabt? Ich denke mal, eine Etage höher war das Bett.
Ja, und die haben so ein richtiges Elfenbett. Das heißt, so schön mit Holz und so weiter. Wir können ja da nochmal was Schönes machen, so zum Abschluss des Tages. Machen wir das nochmal. Wo bleiben die beiden? Oh, jetzt, jetzt, Ja, jetzt, jetzt, die jetzt. freuen sich. Ja, Teschte-Mäschte. Ich muss nochmal überprüfen, nicht, dass die auf einmal ihr Kind kriegen. Ja, so wäre das natürlich dann manchmal auch passiert. Ja, steht nur Teschte-Mäschte. Okay. Dann ist doch alles schick und gut. Ah, ist alles schick und gut. Das kann man da so mal machen. Ja, die sind aber schon ein bisschen müde. Das kann man nicht abstreiten. So, genau. Hoppala. Ich komme ja mit der Kamera nicht mehr klar. Ja, so sieht's aus. Wir sehen uns dann morgen wieder. In alter Frische. Lasst euch jedenfalls nicht ärgern. Bleibt artig, bleibt gesund. Und in dem Sinne, Cheerio. Ciao, ciao. Und bye, bye. Multi-closet. Diary.